Hallo, heute geht es um das Thema, wie man Mods installiert. Ich werde dazu immer wieder gefragt. Ich habe, glaube ich, schon ein Video dazu gedreht, aber ich möchte es mal ein bisschen ausführlicher machen. Und zwar erkläre ich, wie man Mods runterlädt, wo man es hinlädt, wie man es entpackt, auf was man achten muss und so weiter. Und als erstes möchte ich mal mit dem Herunterladen anfangen und dafür bin ich auf die Seite von Modhoster gegangen. Es gibt sehr viele gute Seiten. Ich habe mich jetzt an diese Seite gewöhnt und deswegen ist das immer meine erste Anlaufstelle. Und hier habe ich Don Chris Chirikions Sommer Edition gefunden. Darüber habe ich schon mal ein Video gedreht und weil es da noch sehr viele Fragen gibt, ist das jetzt die erste Map, die ich nochmal runterlade. Und ja, auf dieser Seite ist es so, dass diese Map vorgestellt wird. Moment bitte. So, ich musste leider husten. Dass diese Map auf einer Seite vorgestellt wird. Man sollte sich das mal alles durchlesen. Es gibt immer wieder interessante Informationen. Und wenn man ein bisschen weiter, also hier oben sieht man noch weitere Informationen, wie dass man Bilder runterladen kann oder sich anschauen kann. Es gibt ein Video zu dieser Map und so weiter und so fort. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, findet man hier auch den Download-Link. Wie üblich bei solchen Seiten, das werden ja von Leuten oder von Firmen hergestellt, die uns das kostenlos zur Verfügung stellen und die müssen ja über irgendeinen Weg Geld verdienen und deswegen ist auf dieser Seite sehr viel Werbung und manchmal ist es ein bisschen gemein, dass die Werbung so aussieht, als wäre es der Download-Link. Hier steht ganz groß Download drauf, aber es ist nicht zum Runterladen. Hier kriegt man nicht die Map, sondern man kriegt irgendein anderes Programm. Man sieht hier oben auch Google Anzeigen und hier auch Werbung. Und man muss immer darauf achten, wenn man auf solche Seiten geht, wo es was kostenlos zum Runterladen gibt, dass auch manchmal Werbung dabei ist, die ist ein bisschen irritierend. Also hier nicht draufdrücken, man kommt dazu irgendeinen anderen Download von einem anderen Programm. Und das ist ein bisschen irritierend. Hier sieht man, ist der direkte Download. Und wenn ich jetzt draufdrücke, komme ich nochmal auf eine neue Seite, nochmal Werbung. Und ich kann dann auf direkten Download nochmal gehen. Und dann öffnet sich meistens ein, oder eigentlich sollte es immer sein, ein Download-Fenster. Und das sieht manchmal von Windows-Version zu Windows-Version unterschiedlich aus. Ich habe zum Beispiel Windows 7, aber das hier sieht nicht aus wie Windows 7. Ich habe da so eine alte Design mir gewählt, weil mir das irgendwie besser gefällt als das neue. Ich habe auch Chrome, das ist ein Browser. Vielleicht benutzt ihr den Internet Explorer oder Firefox oder Opera. Da kann das alles ein bisschen anders aussehen, aber die Anordnung oder das Prinzip ist immer gleich. Also hier unten sieht man den Dateinamen. Das ist also der Name, den ich runterlade und den Dateityp ist es eine ZIP-Datei. Da komme ich auf dem zweiten Video ein bisschen näher drauf. Und hier steht drauf, wo er es hinladen möchte. Mein Rechner heißt jetzt Chemida. Ich habe den jetzt neu installiert und habe den halt so genannt. Und das wird standardmäßig im Windows immer in den Ordner Downloads gelegt. Ich möchte das aber direkt dorthin legen, wo ich es haben möchte. Also gehe ich mal hier ein bisschen runter und finde einen Ordner eigene Dokumente oder hier auch Dokumente. Ich drücke mal drauf und da gibt es einen Onda-Ordner My Games. Da drücke ich auch drauf und hier sieht man hier nochmal den Farming Simulator, das ist also der Landwirtschaftssimulator und den Skiregionssimulator. Und auch noch zwei andere Programme. Von Darksiders und Borderlands. Ich habe auch Steam installiert. Anscheinend haben die mir gleich diese zwei Ordner angelegt, weil ich diese Programme besitze. Es könnte sein, dass bei euch andere Programme drin stehen oder sehr vieles, dass ihr vielleicht hier hoch und runter scrollen müsst. Ihr müsst aber einfach nach Farming Simulator oder Skiregion Simulator suchen. In meinem Fall ist die Map für den Skiregion Simulator, deswegen gehe ich da drauf.
Und hier finde ich einen Unterordner Mods. Und genau in diesem Unterordner muss ich das hin speichern. Und das war's schon. Und hier unten sieht man, ich hoffe, dass es der Aufnahme noch drauf ist, dass er das jetzt runterlädt. Ich glaube, das hat er schon gemacht, weil es recht klein ist. Ja, müsste eigentlich schon fertig sein. Bei anderen Systemen sieht man vielleicht so einen Ladebalken oder sonst irgendwas. Aber im Prinzip ist es gleich. Und eigentlich sollte die Mod jetzt schon installiert sein. So, ich möchte jetzt auch gleich das gleiche nochmal bei. Ne, das mache ich bei einem zweiten Video, weil das eine gepackte Datei ist. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Hier ist ein kleiner Unterschied. Auch hier in der Beschreibung sollte man einmal drüber lesen. Und hier steht, Achtung, muss entpackt werden. Auch darauf komme ich später nochmal zurück im zweiten Teil. Das will ich jetzt nicht alles in einem Teil machen. Was mir aber wichtiger ist, ist, dass diese Mod auf einem anderen File-Hoster geladen ist. Das ist jetzt nicht bei Mod-Hoster selbst geladen, sondern bei Uploaded. So, was ist denn das überhaupt? Das ist für den Landwirtschaftssimulator, dass ich weiß, wo ich das hinkopiere. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, komme ich auf eine fremde Seite, ist jetzt nicht mehr der Mod-Hoster. Und diese Seiten sind sehr typisch. Es sind einfach Firmen, die Downloadplatz zur Verfügung stellen. Nämlich die Downloads kosten ja sehr viel Geld, das bereitzustellen. Und diese Firmen stellen praktisch kostenlosen Platz zur Verfügung, um Dateien runterzuladen. Die wollen natürlich ihr Geld damit verdienen. Und deswegen bieten die auch schnellere Möglichkeiten runter, wenn man was dafür bezahlt. Das kann man machen, wenn man diese Seite sehr oft benutzt. Gibt es verschiedene Abo-Systeme, die sich für manchen lohnen. Man kann es aber auch kostenlos runterladen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich hier drauf drücke, muss ich 30 Sekunden warten, bevor ich weitergehen kann. Das ist einfach so eine kleine Verzögerung und man kann, glaube ich, nur eine Datei pro Tag runterladen, um die Leute zu motivieren, das Premium-Modell zu kaufen oder sich zu abonnieren. Aber es muss nicht unbedingt sein. So, wir warten noch 4 Sekunden. Dann geht es weiter. Okay, dann eins. Wow, das kann auch keine Sau lesen. Ich hole mal was Neues. Kiangua Trifling. Klappt das? Das war jetzt einfach so, ich mache das mal weg, so eine Sicherheitsabfrage, die sehr viele Seiten haben. Das nennt sich Capture, glaube ich. Die prüfen einfach danach, ob da jetzt kein Bot das runterlädt, sondern dass ein Mensch dran ist. Das muss man einfach mal abfragen. So, jetzt bin ich wieder auf die Speicherunterseite und mein Rechner hat gelernt, dass ich Downloads gar nicht wollte letztes Mal und bietet mir an, was ich vorher runtergeladen habe. Also er bietet mir wieder das Verzeichnis an. Mein Games Ski Region Simulator Mods, aber da will ich gar nicht hin. Ich rufe nochmal eigene Dokumente auf. Oder Dokumente, sieht man, ist das gleiche hier. Gehe auf My Games, diesmal auf Farming Simulator, auch da auf Mods ist genau das gleiche und lade das runter. Und wie man hier sieht, es steht auch noch extra dabei, Pack and Packen. Ich speichere das mal. Und hier unten sieht man, dass er das runterlädt und dass es sehr lange dauert. Oder na gut, es ist 1 Minute. Also normalerweise, wenn es eine große Datei ist, dauert das länger, als wenn man es direkt von Mod-Hoster oder so runterlädt. Ich lasse den einfach mal runterladen. In dem Fall ist die Map aber oder die Mod nicht sofort verfügbar, weil wir sie noch entpacken müssen. Aber da gehe ich ja wie gesagt auf das in einem zweiten Video drauf ein. So, derzeit er das macht, möchte ich mal eine andere Seite zeigen, nicht nur den Mod-Hoster.
Und zwar, wenn ich auf die Originalseite vom Landwirtschaftssimulator gehe, die Seite heißt www.landwirtschafts-simulator.de. So, die Seite ist, glaube ich, direkt von Shine Software. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich vermute es. Und da finde ich ja auch einen Punkt Mod Downloads. Und wenn ich da drauf drücke, komme ich auf ls-mods auf die Seite, ls-mods.de. Und dann gehe ich mal auf Download LS11 und hole mir einfach mal, boah, was holen wir denn da? Krone. Und werde dann weitergeleitet auf lsnetwork.de. Auch da ls-network.de. So, und auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass man es downloadet, das kennen wir ja. Einfach auf Download drücken und das gleiche schon wieder. Ich bin jetzt auf dem richtigen Verzeichnis drauf. Hier oben sehe ich ja, wo ich bin. Ich bin bei Dokumente. Eigene Dokumente, My Games, Farming Simulator Mods. Und ich kann das abspeichern, das breche ich aber mal ab. So, und das breche ich auch mal ab. Hier gibt es noch eine Möglichkeit, dass man eine Exe-Datei runterlädt. Das ist eine ausführbare Datei. Ich mache das eher selten. Hier diese Seite, da vertraue ich drauf, aber wenn ich auf fremde Seiten bin, wo ich nicht so genau weiß, wer was hochlädt. Eine Exe-Datei könnte aber auch Viren enthalten. Ich lade das mal runter. Diesmal gehe ich aber auf die Downloads und speichere das mal. Und führe mal die Datei gleich aus mit Doppelklick. Ich kann aber auch, einen Moment, ich hole mal den Windows Explorer. So, das ist mein Windows Explorer. Wenn ich hier auf Downloads gehe, sehe ich, was ich jetzt hier alles schon runtergeladen habe. Man sieht, ich habe schon sehr viele Programme runtergeladen, die ich bei der Neuinstallation von Windows gebraucht habe. Also neue Treiber und so weiter. Und wo finde ich jetzt hier den Krone? Und wenn ich den jetzt doppelklicke, möchte er die Datei ausführen. Das erlaube ich ihm. Und dann sagt er, es wurde erfolgreich installiert. Wenn ich jetzt nochmal auf Dokumente gehe. Moment, wo sind meine Dokumente? Eigene Dokumente, Mein Games, Farming Simulator und dann Mods. Und dann sieht man, dass diese Krone-Datei automatisch dort installiert ist, was wir vorher per Hand gemacht haben. Okay, das war's erstmal. Das sind jetzt diese Möglichkeiten, die wir haben. Und hier sehen wir, dass diese Datei gleich benutzt werden kann. Und hier steht extra dabei, dass man das Pack entpacken muss. Und wie man das entpackt, zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.